Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Crystis F. Ja, in der letzten Folge haben wir drei Drachen fertig gemacht. Mehr nicht. Ja. Ich wollte jetzt mal gucken, ob ich schon in die nächste Etage gehen kann vom Zonenkäfig. Aber nö. Wir brauchen dafür nämlich irgendeinen Gegenstand, der noch viel mehr wert ist als unser letzter Kreuzsetzer plus 1. Deswegen habe ich den jetzt mal ein bisschen ausgerüstet, damit der, ja, geedelt wird, sag ich mal. Gehärtet. Mein Gott, mir ist das Wort nicht eingefallen, deswegen geedelt. Ja, und dafür muss man ja angeblich ein paar Kämpfe machen und deswegen machen wir halt jetzt. Wenn wir schon ein paar Kämpfe machen, dann machen wir ein paar Kämpfe in einem Kolosseum. Normalen Klassenturniere und so weiter alles, ja. Und wir müssen mit einem Typen hier uns ganz durchkloppen. Und das machen wir natürlich mit Espel, weil wir müssen ja seine Sachen hier. Ich habe, glaube ich, noch auf Chaos eingestellt, ich Idiot. Für uns erhaltet auch die Objekte, die ihr verwenden könnt. Und der Sand, oh, okay. Kein Trank des Lebens. Okay, macht der auch so. Ne? Der Turm ist alle Teilnehmer willkommen. Wer fällt, an dem wird sich niemand erinnern. Wer davon kommt, denn wer davon rennt, für den gibt es nichts als Hohn. Ist halt der gleiche Satz wie im Future Arc. Als welchen Nutzen sind die Kämpfer, die heute vor uns stehen? Die Ausforderung, den Turm zu erobern, beginnt. Vernichtet alle, die sich euch in den Weg stellen. Auf eure Plätze, fertig. Los! So, ganz nebenbei. Bams. Bams. Oh mein Gott, 33.000 Einschlag. Müssen wir, weiß nicht. Im 10. Geschoss müssen wir von jemandem was klauen. Dann werde ich wahrscheinlich ausgehen machen. Nachdem ich hier einmal alles durchgeräumt habe. Ja, ungefähr so müssen wir halt machen. Bams. Oder so ein Typen oder so Typin, weiß ich nicht. Erstmal hauen wir hier alles weg, Level 200. Ich hoffe, der Schwierigkeitsgrad ist auf Dings eingestellt, auf Chaos. Und bei dem Level 14, okay, ja. 186 Level ist hat schon ein bisschen übertrieben. Mein Gott. Ja, das war schon sehr gut. Und meine Ausrüstung wurde nicht geehrt, leck mich. Also, doch die Schlacht hat erst gerade begonnen. Wenn es euch brenzlig wird, ist es nie zu spät, um zu flüchten. Moment, sagte ich gerade, man könnte flüchten? Das war wohl eine Lüge. Sieg oder Heimreise erledigen oder erledigt werden. Wer hier hoch des Hauptes rausgeht, krabbelt auf allen Vieren heraus. Macht euch bereit für die nächste Welle? Seid ihr bereit? Los! Bams. Wollt ihr eigentlich? Ich hab ultimative Waffen und so. Der einzige Makel, den ich gerade habe, ist mein letzter Kreuzritter, der ein bisschen schwächer ist, glaube ich, als meine jetzige Rüstung. Aber sonst, was wollt ihr eigentlich? Voll Charge! Aua. Hey, kannst du es wagen? Ich habe gesagt, du kannst es wagen. Ja, von dir müssen wir halt klauen, ne? Knüppelkämpfer. Wird auch irgendwo stehen, Tagesmedizin, ist das, glaube ich. Aua, ey. Kannst du sagen, schwagen? Irgendein menschlicher Gegner ist halt auf jeden Fall. Ja, sowieso nicht beim ersten Mal schaffen, glaube ich nicht. Du ist das, du bist das, glaube ich, ne? Tagesmedizin, 6%, ja, wagt. Nein. Da alles schwer, sie haben doch jetzt eine Dingens. Wo ist das? Hier. Was klauen. Hier. Ist erhöht. Muss ich mal gucken. Wir haben keine von solchen Dingern, die hier klaut, ne? Nur Arzt, ne? Heißt doch, dann ist super. Mal gucken, hier flinker Zahn und so war das. Taumelschlag. Okay, ja, wird sowieso nichts. Ha! So viel Glück muss man haben. So. Sehr schön.
Okay. Das läuft alles nach Plan. Wir kriegen keine einzige Scherbe. Ich brauche Scherben für den ganzen Quest. Aber wahrscheinlich werde ich das mit den ganzen Tavernen-Quests sowieso nicht schaffen. Ist das ein Traum? Ich kann nicht fassen, was ich gerade gesehen habe. Der Herausforderer hat schon wieder überlebt. Leute, die Schlacht geht weiter. Hat unser Herausforderer noch Energie zum im Tank? Mein Gott. Völlig egal, ich höre ihn eh nicht. In den besten Schlachten spielt Gnade keine Rolle. Hier kommt die nächste Runde. Kämpfen, 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 kämpfen. Töten. Exterminate. Sehr schön. Wenn ich an die Arena vom Future Arc hier zurückdenke, ist das hier ein Kinderspiel. Da würde ich auch erwarten, ne? Bams. 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 Ich habe von einem Gegner zum anderen Renner und die zerstören. Ich glaube, die werden auch immer schwächer am Ende, ne? Irgendwie gar keinen Sinn machen. Bams. Die. Ich glaube, du bist schon der Letzte, ne? Vielleicht kommen ja auch noch ein paar Gegner, die mir meine Liste fehlen. Heiliger Bimba, Männer, Frauen, Kinder, alle stehen sie auf den Stühlen. Der Herausforderer hat überlebt. Hoffentlich ist er noch Energie im Tank, denn hier ist noch viel mehr los. Ach, hoffentlich gehen euch die Leute aus. Mein Gott, der hält sogar ein bisschen gut aus. Der Typ mit dem Millenniumsauge auf dem Bauch, Körper, weiß ich nicht. Der Bauch ist ja irgendwie der Körper. Guck mal her. Genau du, den schnapp ich mir. Ah, ich erwische den da oben nicht. Was bist du denn? Zack, zack. Zack, habe ich gesagt. Bams. Weh sie runter. Bams. Slash. Schlitz. Bams. Ja, bist du der letzte Gegner? Ich glaube ja nicht, ne? Ja klar, die Wölfe, die ersten Gegner hier. Ja, wortwörtlich erste Gegner im Main Arc. Wollt ihr eigentlich? Das Ding ist immer noch nicht gehärtet. Da habe ich glaube ich sogar extra ein Buch ausgerüstet. Der Herausforderer gewinnt die Standarte. Der Herausforderer gewinnt die Standarte. Wir haben zwar keine Standarte, aber überlebt zu haben, reicht ja auch schon mal. So langsam sehen wir nicht am Ende des Tunnels. Ist das die Lösung oder ist es ein Zug? Reise ins Glück oder Reise nach Hause. Aufstehen oder untergehen. Lackschuh oder barfuß. Was darfst du denn sein? Legen wir los und finden wir jetzt heraus. Und jetzt geht es los. So, hey, da kommt mir bekannt vor. Oder auch nicht. Ich dachte jetzt, ob er hier Future Arc. Willst du es? Ich glaube, ich habe so ein paar Gegner im Future Arc übersehen. Ich glaube, ich brauche alle Gegner, um noch ein Team für Espel zu bekommen. Was voll blöd ist, weil wenn ich alle Gegner habe, dann brauche ich gar nicht mehr weiterspielen, weil dann habe ich ja alle Gegner. Dann nützt mir Titel ja auch nichts mehr, hallo? Wenn ich schon jeden Gegner einmal geplättet habe. Das ganzen Bonusgegner und so. Genauso wieder so eine Logik wie ultimativen Waffen, Tales of the Abyss und so alles. Hey, wer bist du denn? Die erste auf volles Potenzial erreichen, wenn man den stärksten Gegner erledigt. Den optionalen. Wenn man den schon erledigt hat, dann tut man sowieso den Boden mit den offiziellen finalen Boss hier erwischen. Bringt das ja auch nichts. Gewonnen, gewonnen, der Herausforderer hat gewonnen. Wenn wir Musiker hätten, würden die jetzt da unten aufspielen. Doch jetzt, oh ja, jetzt seid ihr bereit. Wenn dieser Kampf kommt, solltet ihr lieber zur Seite gehen. Viele Krieger sind nicht zur Seite gegangen und viele Krieger sind gefallen. Doch nun erfüllt ein neuer Herausforderer die Höhen wieder mit Hoffnung. Wird man ihn einen Helden nennen oder wartet der Mülleimer der Geschichte auf ihn? Die letzte Schlacht ist da. Auf die Plätze, fertig, los. Oh Mann, das ist doch keine letzte Schlacht, hallo. Ey, waren die Flammen schon immer da? Was ist denn? Das sieht aus wie Sink der Tempest. Was meint das? Ja, auf der Hader. Sieht aus wie Sink the Tempest, mein Lieblingskarte aus dem Davis. Der hat in der japanischen Stimme die Stimme von Pikachu. Oder Chopper von One Piece. Kleiner Fun Fact.
berühren. Ich zeig keine Gnade. Mal auch so ein Cameo machen können, irgendwie, keine Ahnung. So eine Truppe, die aussieht wie die 6 Grundgeneräle. Das hätte ich bevorzugt. Da, schon wieder Sink. Na, Bams. Bams. Ja, immer noch nicht geerntet. Was soll das eigentlich? Gab ja Monat. Ja, der Osman hat gewonnen. Welches Abend hier wird sich unser neuer Meister nächstes Mal setzen? So, jetzt haben wir eine Spitze und nun. Wer wartet da oben auf uns? Looks like this is the last four. Oh mein Gott, die Organisation 13. Hi. You know of us? You fought on this island before. I sensed your power even then. We are honored to be known by one of the Guardians. It seems you've traveled the length and breadth of this world. How could you know such a thing? I watched you from here. No way! You can't follow us around from the top of a tower! I grew up in the mountains. My eyesight is excellent. I seek information that you may be able to provide me with. What information? I'm searching for something. That's awfully vague. I don't suppose you'd tell us what it is. Don't tell me this is the reason you became a guardian in the first place. Correct. And I cannot give up until I find what I seek. Must be a relative. Or a lover. Or an old friend that's like a sister to you. That must be it. If we win, will you tell us what it is you seek? Hubert, wait. This will ensure that he gives all to the fight. Ich merke gerade erst, wie riesig der Schwertgriff von Espels Schwert ist. Ey, das ist unnormal. We came here to test our strength. To battle against a hesitant guardian would defeat the purpose. Hmm. I suppose you're right. And if I win, you will tell me everything you know. Deal. Prepare yourselves. Aber wir wissen noch nichts, Mann. So, böse ist noch eingestellt, okay. Ja, reicht schon, hallo. Gegen ihn können wir noch auf Chaos versuchen, weil den könnte man theoretisch auch schon viel früher herausfordern. Also dann, ja, das Team reicht. Oder? Ja. Epic Music Incoming Level 90, der ist sowas von tot. Wage. Ein cooler Schwertkämpfer, der einen glatt zu Eis erstarren lassen könnte. Auch bekannt als der Hauptcharakter aus Tales of Eternia? Weiß ich nicht. So und ja. Er ist was von tot. Ja, der ist auf jeden Fall Hauptcharakter von irgendeinem Spiel. Ich glaube Eternia, ich weiß es aber nicht. Oh Mann. Er hat uns genau da, wo er uns haben wollte, nehme ich an. Oh, fuck. Oh, Mann. Oh, der trifft uns alle. Bart! Hey! Was hat er für Dreck? Ey, was hat er für Dreck? Ey, wieso? Kann ich irgendwie Dings einsetzen? Ey. Ich brauche mal eine Sanduhr. Wird auf nie keinen Fall reichen. Warte, ich habe den auch wieder belebt. Oh. Ey, ernsthaft?
Dann sind wir dran, ihr ist aber Trost bei ihr. Super. Er ist doch nur so stark. Eine angezeichnete Karte. Ah. Brauchen wir noch von irgendeiner Quest, das weiß ich noch. Was? Oh Mann. Er war nur so scheiße, weil ich nicht den Dingens hier. Ah. Oberste Etage beginnen. 64.000. Oha. Er ist so ein Dreck, nur weil ich jetzt ausgerechnet in die Mystic Art reingelaufen bin von dem. Ich habe vergessen, dass ich mich nicht wiederbeleben konnte. Warte mal, da kommt wahrscheinlich was anderes hier, ne? Na? Prepare yourselves. Super. Oh mein Gott. Ja, das bringt natürlich ein Dreck hier, scheiß Buch. Oh. Ich war schon wieder so kotzen wegen so eine Dreck jetzt verlieren. Mann! Jetzt waren wir wieder fertig, ne? Ist klar. Welchen Angel macht man? Ich schaue ja als einzig genau lebt. Die schafft es doch nie im Leben, alle hier wieder zu leben. Aha. Ja, das war natürlich total Zerstörung wieder. Leviathan, ja. Immer noch nicht meine Ausrüstung wert, aber das ist denn das für ein Dreck? Indeed strong. And now you must keep your word. What are you searching for? A sword. Oh. You sound disappointed. I'm just a bit of a romantic is all. Don't mind me. It is the strongest sword I can wield. My entire will is bent upon finding it. But for various reasons, I am unable to leave this place and search it out. Well, maybe we could look for you. You would do that? We would, yes. There's still a lot of the world we want to see after all. This is how people live together. Yeah, I suppose. Living together. Yes, I like the sound of that. If we find something, we will bring it here straight away. Check this island's requests for further details and thank you. We make no guarantees, but we will try our best. I am in your debt. Okay. Das merke ich mir. Ich habe das Recht verdient, die Meisterklasse, ja. Siegerabzeichen. Sehr schön. Heulsusen. Na, das glaube ich witzig. So it's over? Not enough. Really? Are you still berserking out? You darn tootin'. I could have kept going for hours. Pascal's a girl, Captain. Girls don't go berserking out. It wasn't enough. I need more. More. Okay, enough. Just calm down and I'll cook you a banana pie. Yay! Wow, wow, wow. Don't copy her, Sophie. If you're hungry, just say so. Pascal's infecting everyone. Ooga, ooga. What? Everyone else was doing it? Oh dear. Oh man. Einfach nur wenn ich am rumtrollen wieder. Was? 96,5 statt 92,5 oder so letztes Mal, glaube ich. Ich weiß genau, was ich jetzt mache. Ich gucke jetzt mal. Warte mal, wir haben noch hier Dingens. Kann man abgeben. Wir haben jetzt hier die Dingens geschafft, die Anfrage. Ja, die paar Sachen brauchen wir ja alle. Eine haben wir noch nicht. Gehen wir erstmal die ab. Tagesmedizin. Oh. Diese miesen Schweine. Was? Was ist los? Sie haben jemanden ein Medikament gestohlen. Wie können sie nur? Es ist einfach nur gemein. Scheuer, bist du verärgert? Natürlich bin ich verärgert.
Hey, sieht aus, als wäre noch etwas da, außer Medikamenten. Ja, seht mal, ich frage mich, ob sie das auch gestohlen haben. Falls ja, sollten wir versuchen, seinen Besitzer zu finden. Nehmen wir jetzt erstmal mit. Was machen wir, wenn es keinem gehört? Ach, das können wir uns immer noch überlegen. Langfinger. Hey, wo hat Sophie das nun wieder her? Was? Schau mich nicht an. Ein Katzenfoto. Ja, ich habe schon eine Waffe, die auf dieses Ding basiert. So, irgendwo haben wir eine handgezeichnete Karte da als Quest, glaube ich. Aus. Nein, ja. Und diese ganzen Dinger, Eisenbergfesseln und so weiter, alles Doppellicht, Schroff und so weiter, alles, das kann ich alles nicht herstellen. Warte mal, das noch ab. So, dann gehen wir hier noch schnell Quest ab. Ach ja, und ich habe mal ausprobiert mit diesem Kind, dass wir immer so Puppen geben. Ich habe mal wieder alle möglichen Puppen hergestellt und ja, anscheinend kann ich diese Quest jetzt erledigen. Deswegen machen wir das auch nächstes Mal irgendwann. So. Ich habe diese Karte erhalten, die ihr dem Miesetäter abgenommen habt. Gut gemacht. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis alle Geiseln frei sind. Herr Präsident? Ja? Habt ihr je in Erwägung gezogen, dass möglicherweise jemand hinter den Kulissen die Fäden gezogen hat? Kurzes Argument. Wenn das so ist, müssen wir einfach... Ganz ruhig, erstmal. Was? Was ist denn? Hubert geht zum weit mehr als nur herausfinden, ob es tatsächlich einen solchen Fadenzieher gibt. Seid unbesorgt, Hubert Oswald hat nichts damit zu tun. Ah. Herr Präsident, wusstet ihr, dass mein Vater, dass er... Ich habe Gerüchte gehört, ja. Aber ich kann euch versichern, dass nicht er hinter diesem speziellen Vorfall steckt. Ich verstehe. Danke, Herr Präsident. Bitte vergebt mir die unpassende Bewerbung. Abgelehnt. Wie bitte? Es sei denn, ihr tut mir einen Gefallen. Einen Gefallen, Herr Präsidenten? Ihr könnt es mir jetzt bringen. Bitte nehmt dies. Wartet, ist das? Ich möchte, dass ihr jetzt in Zukunft damit kämpft. Betrachtet es jetzt als Art Wiedergutmachung. Ich verstehe. Es ist ein Befehl des Präsidenten persönlich. Widerspruch wird nicht geduldet. Ein Kiemenputzer, ja. Wir haben schon die ganzen Waffen. Auf diesen Waffen basieren, diese Witzwaffen. Kann ich mal zeigen. Hier zum Beispiel eine Balkraffe. Oder, was haben wir hier noch? Lupa Wupa oder irgendwie sowas, ne? Hab ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich wegen der Ding jetzt mal abgegeben irgendwann. Eine Quest, ja. Dann haben wir hier Katzletten. Dann haben wir, weiß ich nicht, hier das hier, Kreis 4, so ein Kebab-Dingen. Maximal KP plus 280, das ist gar nicht mal schlecht. Ja, Doppellicht haben wir, glaube ich. Ja. Aber sind die Effekte gar nicht mal so schlecht. Komischerweise. Ja, da haben wir auch nicht, glaube ich. Da glaube ich so eine Gabel oder so, ne? Weiß ich gar nicht. Mich ja gar nicht zeigen, aber habe ich jetzt nicht mehr. So, dann kann ich ja mal gucken, ob nächstes Mal der Rätsel gelöst ist in dieser Windruine oder Eisruine, ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Windkraftruine, glaube ich. Mit diesen ganz vielen Farben und ja, nachdem wir das erledigt haben, können wir dann ja alles abgeben und dann versuchen, nochmal da reinzugehen. In der Halerhöhe. Bis dahin würde ich erstmal sagen, ja, mal hier kurz was. Ja, hab ich mir gedacht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces. Ich bin Alex, ich versuche schon und sage Tschüss.